Folgt mir auf Patreon. Patreon ist eine Seite, wo man mich supporten kann mit 3 bis 5 Euro bis 15 Euro im Monat, wo dieser Content dann zuerst landet. Zugabe ist eigentlich so, dass ich dann hier sitze und ihr könnt mir gerne Fragen stellen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Bist du noch im Teilpark? Ob ich noch im Teilpark bin? Warst du mal im Teilpark? Ja, da haben wir uns da wieder getroffen. Haben wir uns da getroffen, Kim? Ein paar Jahre nach deinem Auftritt. Du verteilst auch das Thai-Essen. Ja, ich verteile auch das Thai-Essen. Danke, dass wir darüber reden, Winnie. Ja, bitte. Trägst du die Hosen auch privat? Die Hosen trage ich auch privat. Die sind mega locker, sehr angenehm. Freilandhaltung. Ist alles abgehört. Weil früher ist es so, du kennst auch Schadwolle, persische Schadwolle, türkische Schadwolle, Hosen halt einfach. Und es ist die Thai-Version. Das hat mir die Frau im Thai-Park mal geschenkt. Und ich finde die mega angenehm. Ich habe hier ein kleines Säckchen für diverse Sachen. Und I never looked back. Sobald du so eine Hose hast, ist alles toll. Trägst du diese Hose auch für die Arbeit? Ja. Siehst du? Immer alle das, was wir machen. Was machst du denn beruflich? Ich arbeite im Vertrieb. Ihr seid die Typen, die 3 Stunden zu früh hier waren, ne? Ja. Ich habe nicht mal Soundcheck gemacht. Ich stelle die Kamera auf. Diese zwei Typen kommen vorbei und sagen, dürfen wir jetzt rein? Die waren scheinbar schon vorher hier. Was ist euer Leben am Freitagabend? Ihr habt einfach nur den ganzen Monat darauf gewartet, dass das hier passiert. Wir waren davor essen. Ihr wart davor essen. Und dann konntet ihr nicht woanders hingehen, um da nochmal eine halbe Stunde zuzuschlagen. Dazu wie bei mir. Es hat geregnet. Ja. Es hat geregnet, sagt er. Mit wimmerlicher Stimme. Kennt ihr euch beide vom Vertrieb? Nee. Wo arbeitest du? Ich arbeite in der Sicherheit. In der Sicherheit. Das klang sehr motivierend. Ich arbeite in der Sicherheit. Manchmal nicht, je nachdem. Und woher kennt ihr euch beide? Ja, durch andere Freunde. Okay, seid Best Friends. Die kennen sich durch andere Freunde, die sie dann einfach so zueinander geschoben haben. Wisst ihr, was ich meine? Ist der eine Freund, den will keiner haben, und dann schickt man den zu einem anderen Freund, den keiner haben will. Dann denkst du so, sollen die zwei mal beste Freunde sein? Die haben dieselbe Mentalität. Geht mal spazieren, ihr zwei. Wie lange seid ihr denn schon befreundet? Seit 2011. Oh mein Gott, so ein Jahrestag. Er regt sich auf, dass er das weiß. Sei mal nicht so schwul. Seit 2011. Schönen Glückwunsch an dieses Paar. Und wo wart ihr noch so zu zweit? Unsere Frauen haben wir zu Hause. Ach, ihr Frauen, wie hat das betont? Unsere Frauen haben wir zu Hause. So, bitte jetzt. Beende deinen extrem heterosexuellen Macho-Satz. Wo wart ihr sonst noch? Wahrlich nicht. Naja, sonst innerhalb dieser 12 Jahre Freundschaft. Wir sind viel online unterwegs. Ihr wart doch gerade essen. Ja, wo wart ihr denn essen? Hier in dem Gym-Block. Ach so, hier ist Fleisch. Ihr mögt Fleisch, ne? Ja, du magst Fleisch, ne? Ja. Würstchen und so. Er war voll dabei, so, ja, ich mag Fleisch. Ich weiß gar nicht, worauf es hinausläuft. Ja, ich mag Fleisch, er mag Fleisch, wir mögen beide Fleisch. Weitere Fragen? Achso, ja, Vater. Und wie heißt du? Norman. Du hast deine 2 Söhne hergebracht? Richtig, ja, 2. Beide hier. Beide hier, okay. Und, warte, wo sind die denn? Die sind beide hier auf der Seite? Eins da. Warte mal, das ist noch ein kleiner Junge. Der war einfach so da? Achso, okay. Familienabend, schön. Wieder voll dabei ist. Ja, ich bin auch ein Kind. Power Control. Okay, Norman, der Typ, der neben dir ist mit seinem Kind, den kennst du auch? Ja, der ist der beste Freund. Guck mal, so offen. Siehst du? Die haben zusammen Kinder gemacht. Die sind Besties. Also nicht zusammen, Kinder, das funktioniert anders. Ich wollte, das lernt in der Schule. Spoiler Alert. Wie lange seid ihr denn schon befreundet? 12 Jahre. Oh Gott. Guck mal, wie neidisch die gucken. Guck mal, die haben viel mehr erreicht als wir. Die sind hier mit ihren Frauen und ihren Kindern. Wir gehen nur zu Gym Block. Nie bringst du mich irgendwo ein Schönes. Wir hätten Kinder haben können. Murat, wir hätten Kinder haben können. Unsere Kinder haben 5 Tage Unterschied. Eure Kinder haben 5 Tage Unterschied? Guck mal, erst war er so mega hetero, jetzt ist er so, ich spiele mit.
Royal Flush. Wie viele Tage Unterschied haben eure Kinder? Ein bisschen mehr. Okay. Weil die lieben sich immer weiter, nicht nur in einem Monat, weißt du? Unsere Töchter 3 Monate. Okay. Wo sind eure Kinder? Keiner glaubt euch, ich habe gar keine Beweise. Es sind einfach 2 Creeps, die hinter dem Techniker sitzen und irgendeinen Scheiß erzählen. Was machen denn eure? Wer kümmert sich gerade um die Kinder? Das weiß ich nicht. Okay, siehst du. Schön. So, Norman. Und wie heißt dein bester Freund? Marco. Natürlich, jeder weiß Bescheid. Marco ist das. Siehst du es nicht? Nee, ist dunkel. Sonst hättest du gewusst. Ja, ich wollte, Marco, war es Normans Idee, dich herzubringen? Ja, eigentlich schon. Ja. Wer ist die Frau, die jetzt reingeredet hat? Seine Frau, okay. Marco, ist deine Frau auch da? Auf der anderen Seite. Okay, wir haben alle da, okay. Markus Frau, wie heißt du? Mareike. Wie süß. Mareike und Marco, oh hey, hey. Wie lange seid ihr schon verheiratet? Noch gar nicht. Noch gar nicht. Ihr habt einfach Kinder. Eins, das macht die Sünde nicht so schlimm. Steht in der Bibel, 1 geht noch. So, Kind, wer warst du? Achso, ja, du. Wer ist der Junge? Ja, ja, der Junge, der unehelich gemacht wurde. Snow, wir nennen dich einfach Snow nach Game of Thrones. Schön. So, ich wollte eigentlich nur fragen, ob ihr es bereut habt, eure ganze Familie herzubringen. Nein. Okay, das freut mich. Der Abend ist noch nicht vorbei. Schön, danke. So, Mareike, wie fandest du es soweit? Sehr schön. Okay. Wer ist der Junge, der vor dir sitzt? Leonard. Gib doch den Jungen nicht einfach so auf. Weißt du, ich mein... Leonard? Ja, genau. Okay, wie alt bist du? 16. 16, nice. Was hättest du sonst gemacht heute am Freitagabend? Samstagabend? Was haben wir heute? Freitag. Für mich ist jeder Tag. Samstag ist crazy. Was hättest du sonst gemacht? Ich wäre auf einen Geburtstag von Freunden gegangen. Aber ich habe den Geburtstag von meinem Vater für mich als Priorität. Oh. Er hat dich gezwungen. Wann hatte dein Vater deinen Geburtstag? Gestern. Das ist dein, du hast kein Geschenk und das ist jetzt dein Geschenk für ihn, einfach irgendwo zu sein mit dir am Freitag? Das ist auch ein super Geschenk. Was war das für dein Geschenk? Es ist eigentlich ziemlich traurig. Ich bin kurz vor dem Laden noch zu Rituals gegangen und hab mir was gekauft. Wo bist du denn gegangen? Rituals, das ist so ein Shampoo-Laden. Du hast deinem Vater zum Geburtstag Shampoo geholt. Das klingt schlimmer als... Nein, das klingt nicht schlimmer, es ist genauso schlimm, wie es klingt. Er ist auf demselben Level schlimm. Was hast du ihm letztes Jahr geholt? Ich glaube, ein Käse. Käse? Was hat er gesagt? Käsebrett. Okay, was hat er dir denn das letzte Mal zu deinem Geburtstag geholt? Merkst du die Undankbarkeit, Norman? Du machst dir so viel Mühe, gibst so viel Geld aus und er weiß nicht mal, was es war. Wann hast du deinen Geburtstag, Leonard? Vor 4 Monaten, am 2.12. Na Glückwunsch, nachträglich. So lange ist es gar nicht her, warum weißt du nicht, was dein Vater dir geschenkt hat? Weißt du es noch, Norman? Ja, das war eine Reise nach Amsterdam. Ich war in Amsterdam, weil ich kann mich nicht mehr erinnern. Mit 16. London. Wir sind so reich. Was für Arschlöcher, Alter. Amsterdam war ja zu deinem Weihnachtsgeschenk. Boah, Alter. Ganz andere Probleme haben die. Was hast du deinem Sohn das letzte Mal geschenkt? Er kriegt alle paar Tage was. Okay. Er will einfach nur gewinnen. Weitere Fragen? Wie oft schneidest du deine Haare? Ich schneide die gar nicht, ich gehe zum Friseur. Aber das letzte Mal war, wie heißt du? Hazal. Ja. Okay, wo kommt dein Name her? Kurdisch-Türkisch. Okay, warum fragst du mich? Ich frag dich doch. Ich war, glaube ich, das letzte Mal vor einem Jahr da, aber da auch mit Tränen, weil die waren vorher länger. Das könnt ihr sehen in meinem anderen Tour-Foto, Geisha, wo ich da stehe mit vollem langen Haar, aber danach, kurz danach, habe ich die Haare geschnitten. Und die wachsen sehr schnell, aber ehrlich gesagt nicht schnell genug. Also
Ehrlich gesagt, nach 3 Jahren waren die von Glatze so lang. Und ich glaube, eigentlich geht's besser. Wann warst du das letzte Mal beim Friseur? Bestimmt vor 6 Monaten. Und, bist du zufrieden? Nein. Gehst du immer zum selben Friseur? Ja. Und immer bist du so... Ist das dein Freund neben dir? Mein Verlobter. Dein Verlobter. Glückwunsch. Wie lange seid ihr schon verlobt? Fast ein Jahr. Aber ist noch kein Kind da. Ja. So macht man das. Sünder. Ja. Wo habt ihr euch denn kennengelernt, ihr zwei? Über Freunde. Wie ihr zwei. Voll cute. Auch dass ihr genauso eine lange, fruchtbare Beziehung habt wie diese zwei. Ja. Von wem war es die Idee herzukommen? Nein. Okay, wer ist du? Ur. Ur? Ur. Das ist auch ein cooler Name. Oh! Wo kommt der Name her? Türkisch. Oh! Kennt jemand den Namen? Ja. Ja. Ihr seid auch Türken? Ja. Okay. Ich bin Deutscher. Okay. Natürlich, wisst ihr das. Steht auf deiner kompletten Augenbrauen. Deutscher. Weitere Fragen? Gut. Was ist das für ein Bild? Was das für ein Bild ist, fragst du? Willkommen zur Auktion. Ich habe eigentlich mehr erwartet, dass ihr sagt, was? Okay. Das ist ein Bild, da bin ich drauf, weil wir sind in der Kunstgalerie. Das ist die neue Zugabe von mir, da seht ihr mich. Sehr viele Männerliebe in diesem Raum. I like it. So, Leonard, dein bester Freund, der Geburtstag hatte. Nicht mein bester. Okay. Hättest du für deinen besten Freund den Vater von deinen Geburtstag von deinem Vater vorgezogen? Natürlich nicht. Was? Wann hat denn dein bester Freund Geburtstag? Ich habe mehrere gute Freunde. Du hast Geld und sehr viele Freunde. Ist eine Verbindung da. Mit wem warst du dann in London? Mit meiner Fußballverein. Mit dem was? Fußballverein. Ach so. Ach so, das war also ganz normale Klassenreise. Norman, oder hast du den ganzen Verein eingeladen? Du tust gerade so, als wärst du Bruce Wayne. Du hast einfach seine Klassenfahrt bezahlt. Reiß dich mal zusammen. Was willst du später werden, Leonard, wenn du groß bist? Noch keinen einzigen Plan. Auf die Zukunft. Und Leonards Bruder, wie heißt du? Luis. Ah, beide L-Kinder. I like it. Wer bist du? Ich bin 12. 12. Was willst du später werden, wenn du groß bist? Kein Plan. Du bist viel sympathischer als dein Bruder. Das ist einfach so, okay? Ich darf auch offen reden mit dem Jungen. Welche Klasse gehst du denn? Sechste. Was sind deine Lieblingsfächer? Sport und Mathe. Okay. Und der andere Junge? Snow? Ich bin auch 16. Achso. Ich möchte Lehrer werden. Wow. Das ist gar nicht. Okay, okay. Wow, Lehrer, yay. Was für Fächer denn? Mathe und Chemie. Wow. Bist du Best Friends mit Leonard? Versteht ihr euch überhaupt? Oder ist jetzt ist so ein Moment, wo ihr einfach abhängen müsst miteinander? Ich verstehe schon. Okay, ich verstehe. Weil er macht Fußball, du nicht? Spielst du auch Fußball? Okay. Ich gehe weiter zu anderen Leuten, bevor das hier unangenehm wird für uns alle. Gut, 50 zum Ersten. 51. Ich glaube, Sam braucht einfach lang. Ein Euro mehr. Ich habe verstanden. Mach dir keine Sorge. Achso, ihr meint 1 Euro mehr, als ihr was anderes bietet. Okay, falls Iraner hier sind, ihr wisst, was ihr tun müsst jetzt. Sam, wie lange machst du schon das, was du machst? 3 Jahre. Okay. Was macht er? Er macht irgendwas mit Intelligenz, künstlicher. Wo machst du das genau? SAP. SAP. Oh, dann er hätte mehr bezahlen können. Ich weiß, dass er mehr bezahlen könnte. Er ist ein Arschloch. Er ist die ganze Zeit da. Warum weißt du, dass er viel Geld verdient? SAP? SAP, ja. Wie sagt das nichts? Das ist einfach nur Buchstaben. Genau wie jemand sagt, der BWL studiert. Das ist einfach nur Buchstaben. Ich denke, Alter, sag doch, was du machst. Ich sag dir was, in 15 Jahren, Luis und die anderen Kinder, wenn ich Leute frage, was die machen, ihr sagt einfach BWL, weil das ist das, was alle machen. Ich sage BWL, SBL, SPD, das ist, was die Kids sagen. Ich verstehe gar nicht, was los ist. Oder Bürokaufmann oder Frau, je nachdem, wofür ihr euch entscheidet später. Es ist einfach nur das, was abgeht. Das sind so Berufe, wo man einfach nur nickt, sagt, na, schön für euch, schön, schön. Gehen wir es vorbei, SAP. Hast du Spaß dran, Sam? Meh. Du kommst aus einem anderen Land dafür, ne? Ja. Woher kommst du? Dubai. Dubai.
Und, was gefällt dir mehr? Dubai oder hier? Hier. Ja, du hättest eindeutig viel mehr bezahlen können, Arschloch. Er geht nach Dubai, verkauft es nur 5.000 Euro. Und dann gehst du wieder zurück? Niemals. Das entscheidest nicht du. Aber mir gefällt die Disney-Art, wie du es gesagt hast. Niemals. Auf zu neuen Abenteuern. So, gibt's weiter noch Fragen? Übrigens, Mike, das ist eine Stunde, aber da mache ich nur das hier. Einfach nur mit den Leuten quatschen, die freuen sich. Wann ist das? Am 14. April. Hier, ihr könnt da drüben auch Karten schon kaufen. Ich glaube, die verkauft ihr auch, ne? Könnt ihr da machen. Wenn ihr sie jetzt schon holt, habt ihr sie jetzt schon. Ansonsten am 28. April nochmal diese Fame-Sachen und dann halt die Zugabe. Wie gesagt, 14. April, also schon demnächst. Für Leute, die in Potsdam wohnen, ich habe auch eine Show in Potsdam am 15. April, glaube ich. Da mache ich das auf einem Boot mit anderen Comedians. Also Theaterschiff, genau. Theaterschiff Potsdam, guck gerne vorbei. Ich habe echt überlegt, hier so eine Tasse zu kaufen. Ja. Bei Mediamarkt. Du hast ja so eine Mediamarkt-Story gemacht. Genau, Mediamarkt, da habe ich einen Iron Man. Deswegen habe ich tatsächlich bei Mediamarkt mal Tasse eingegeben und die haben da wirklich Tassen. Die haben Tassen natürlich, so für Nerds, so Marvel-Zeug. Ja. Aber schön, dass der Gedanke da war. Ich habe es nicht gemacht. Ich weiß, ich habe es mitbekommen, sonst hätte ich ja eine Tasse. Was willst du? Lob für deinen. Du hast den besten Freund, du bist den besten Freund. Maskuda, Bratzer-Dreh oder Dreh, ja, ne, danke fürs Folgen und beziehungsweise mit deinen neuen Leuten, ne. Hab ich gut gemacht? Ja, du gut gemacht. Masu, gut gemacht. Ich bin Masu.